herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Duale Seelenprozess, nächster Schritt. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Bei dieser Legung, was noch kommt, schauen wir an die Dualseelenprozesse Schritt für Schritt. Das heißt, nicht mit Tür ins Haus rennen, weil damit erreicht ihr nicht, ihr erreicht nur das Gegenteil, dass er sich zurückzieht. Das ist auf einmal zu viel. Kleine Verbesserungen, kleine Veränderungen, kleine Schritte führen auch zum Ziel. Ziel ist, dass er offener ist, dass er Gefühlen zeigt, Gefühlen annimmt. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Diese Legung könnt ihr selbstverständlich auch buchen. Mein Honorar beträgt 25 Euro. Lanaira ist die mediale Name. Liebe Lanaira, ich grüße dich, das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für deine Treue, ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Du hast deinen Wunschpartner, ihr kennt euch persönlich gar nicht. Ihr habt kontaktiert, jetzt zieht er sich zurück und du hast das Gefühl, er ist dein Dualseele. Das hat dich auch dazu bewegt, mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, weil dein Gefühl sagt, es ist eine seelische Verbindung. Erstmal kommt dein persönliche mediale Botschaft. Er drückt dich weg. Das ist sein Kopf. Anderes Mal möchte er dich zurückholen. Und das ist sein Gefühl. Das war die mediale Botschaft. Jetzt kommt Astrologie. Du hast die indische Astrologie gewählt. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen, dass unser Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Das nennt man Präzession. Und es ist nicht viel, aber im laufenden Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden macht es schon was aus. Und es ist identisch, so wie die Astronomen auch berechnen. Du hast Aszendent Steinbock. Das bedeutet, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, die Tierkreiszeichen Steinbock ist in Osthorizont aufgestiegen. Das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat, hier auf dem Erdenleben und begleitet dich bis zu deinem Lebensende. Das gehört zu deiner Persönlichkeit, das gehört zu deinem Aussehen, dein Auftreten, so bist du auch wahrgenommen. Und es ist die Ernsthaftigkeit, den Steinbock, aber auch die Neigung, alles zu schwer zu nehmen. Diese Person, dein Herzensmann, ist älter. Natürlich mit diesem Steinbock-Energie neigt man dazu, die Anziehungskraft zum älteren Personen zu pflegen. Du bist in Tierkreiszeichen Zwillinge geboren. Dein Sonne ist in Tierkreiszeichen Zwillinge und es gehört zum Luftelement. Und hier befindet sich die Luftelement. Ich setze Sonne zum Luftelement. Dein Mond, was deinen Gefühlen symbolisiert, befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und die Tierkreiszeichen Fischen gehören zum Wasserelement. Das entspricht deinen Gefühlen. Aber achte darauf, dass dieses Sternbild besteht aus zwei Fischen. Ein südlichen Fisch und ein nördlichen Fisch. Und die schwimmen in andere Richtung.
Die eine Fisch hat immer Angst und zweifelt an sich selbst, zweifelt an die Liebe, zweifelt an das Schicksal, an sein Leben. Das zieht alles nach unten und das blockiert. Die andere Richtung, und das ist die richtige Richtung, ein Traum, ein Vision pflegen. Das ist die Vorstellungskraft. Und dann kommt die Energie dazu, das ist die Überzeugung. Die Überzeugungskraft, dann kommt die Vertrauen und das Glauben daran und dann loslassen, geschehen lassen. Nicht mehr damit beschäftigen, sondern in diesem Vertrauen bleiben, das trifft ein. Und das sagt deine Intuition, das sagt dein Gefühl. Bleib in diesem Glauben. Das ist die richtige Richtung, die richtige Fischeneigenschaften. Und hier ist die Reichtum verborgen, auch die inneren Reichtum. In deinem Geburtstag war es Halbmond. Halbmond ist schön, aber Halbmond ist Spannung. Sonne und Mond steht in Spannung. Sonne symbolisiert Vater, Mond symbolisiert die Mutter, also ein Hinweis auf die Kindheit, auf die Elternhaus. Du als Kind erlebst das als Spannung. Du brauchst Entspannung. Und das kannst du erreichen, wenn du die goldenen Mitte findest. Und das ist im Bereich, im Grenzbereich, zwischen Tierkreiszeichen Widder und Tierkreiszeichen Stier. Die Kraft, die Mut, die Widder, auch die Begeisterung und Stier, die Ruhe, die Gelassenheit, etwas zu genießen und die Besitz. Diese Träume, diese Wünsche im Besitz zu nehmen. Aber bedeutet auch Werte, wie Selbstwertgefühl, aber auch finanziell. Die Bodenständigkeit und auch diese Gelassenheit, diese Ruhe, das Leben zu genießen. Das hilft dir, im inneren Gleichgewicht zu kommen. Ein Halbmond bedeutet auch, dass Sonne, Mond und Erde stehen in Verbindung. Sonne war in Tierkreiszeichen eine Zwillinge, das ist Luftelement. Erde, unseren Planet Erde, bewegte sich in Tierkreiszeichen Schütze, das ist Feuerelement, und Mond bewegte sich in Tierkreiszeichen Fischen, das ist Wasserelement. Das heißt, steht drei Tierkreiszeichen in Verbindung, Zwillinge, Schütze und Fische. Die drei Elemente ist Luftelement, Feuerelement und Wasserelement. Es fehlt die Erde. Es fehlt die Erdung, die Sicherheit, Stabilität, dieses Gefühl zu haben, ich habe einen sicheren Boden unter meinen Füßen. Natürlich die Aszendent Steinbock hilft dir, weil das ist Erdelement. Und das findest du, diese Stabilität in dir selbst. Dann gehen wir weiter. Mars ist der Planet, was alles in Bewegung setzt, gibt uns Kraft und Mut, uns durchsetzen im Leben, bedeutet aber auch der Mann. Diese Mars-Energie ist in Tierkreiszeichen Zwillinge und es ist Luftelement. Merkur ist der Planet der Kommunikation und Handlungen. Bei dir ist das rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet manchmal, dass du verschluckt die Worte und es fällt dir schwierig, das zu sagen, was du denkst und fühlst. Aber bedeutet auch Vergangenheit in einem früheren Leben, karmischen Themen, karmischen Erinnerungen, Begegnungen und Kontakte. Dieser rückläufige Merkur befindet sich bei dir auch in Tierkreiszeichen Zwillinge, also Luftelement. Ich setze Merkur auch zum Luftelement. Jupiter zeigt deine innere Größe. Das ist das innere Sonne. Damit du bewusst sein sollst mit deiner Größe. Und diese Jupiter-Energie befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und das ist Feuerelement. Venus ist die Liebesplanet und zeigt auch deine Weiblichkeit, ist auch im Zwillinge, also Luftelement.
Beide Liebesplaneten sind im Luftelement. Saturn erdet und belehrt uns. Saturn befindet sich bei dir im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Fische und Tierkreiszeichen Widder, aber schon im Widder in ein Mondhaus, was Ashwini heißt. Die indische Astrologie arbeitet auch mit Mondhäusern. Und dieses Mondhaus sagt dir Heilung. Dieses Mondhaus bedeutet Heilenergie, eine Heilung. Und das brauchst du. Und genau diese Heilung erdet dich. Ich setze Saturn hier in die Mitte. Saturn erdet, aber hat einen Bezug zum Feuerelement, weil Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Und die Tierkreiszeichen Widder gehört zum Feuerelement. Du kannst selbst sehen, erkennen, es fehlt die Erdeelement. Es gibt keinen Halt in dein Leben. So fühlt sich das an. Keine Sicherheit, keine Stabilität, kein Halt. Und was gibt oder wer gibt dir diese Halt? Du selbst mit deinem Steinbock-Aszenden. Wenn du in diesem Weg gehst und du vertraust an dich selbst, dann bist nicht auf die Suche, irgendwo einen Halt oder Rückenstärkung zu finden, sondern du selbst bist diese Stärke und dann kannst deine Träume leben. Und das befreit dich auch. Und dein Traum sollst du pflegen, weil ein Traum kann auch wahr werden, aber in die richtige Richtung, in diesem Vertrauen bleiben. Dein Venus und Mars, beide im Zwillingen, beide befinden sich in einem Mondhaus, was Muruga heißt. Und hier dieser Mondhaus zeigt in eine Richtung, und das ist die Polarstern. Und du erlebst, dass in die Liebe, Partnerschaft, du brauchst diese Orientierung, Bewusstsein, wer ist dieser Mann, dein Seelenpartner? Und du hast ihn gefunden und ihr wart in Verbindung. Er verdrängt dich momentan, aber versuch im Vertrauen bleiben, dass er das ist. Und dann hast du die Richtung, hast du die Orientierung. Deine Lernaufgabe ist aber, die Sicherheitsstabilität nicht in die Partnerschaft suchen, sondern erkennen, die Sicherheitsstabilität bist du selbst. Und jetzt übergehen wir auf die Legung. Jetzt sind wir bei der Legung. In welchen Situation befindest du im Augenblick? Das zeigt hier dieses Bild. Diese Schlange, und das sind zwei Schlangen, zeigt die Kundalini-Energie. Die eine Richtung ist die Angst, Zweifel, Schuldgefühl, all diese Emotionen, das zieht alles nach unten, macht alles unbeweglich, weil das blockiert. Das ist eine Transformation. All von diesen Gefühlen verabschieden, damit die Energie hochsteigen kann. Und das ist die Befreiung oder ich könnte sagen, wie bei Schlangen auch, einen anderen Haut schlüpfen, wie eine Neugeburt, eine neue Identität, auf einmal angstfrei leben. Die Energie steigt nach oben. Das ist auch die Befreiung. Das Ziel ist die Zahl 1, das heißt selbst zu sein, und die Sonne, selbstbewusst sein. Die Sonne symbolisiert aber auch die Herz, weil Sonne steht in einer engen Verbindung zu unserem Herz, aus ganz einfachen Gründen. Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem und das Herz ist das Zentrum unserem Körper. Das auch mal wahrnehmen. Du befindest dich gerade in dieser Transformation, die Selbstfindung, und damit du auch zu deinen Werten, zu deinem Selbstwertgefühl stehst und verabschiedest von Angst und Zweifel.
Worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt hier dieses Bild. Diese Zahl 4 hat einen Bezug zu Erdelement, weil das ist die Sicherheit, Stabilität, das hat eine Struktur und genau das, was dir fehlt im Leben. Und das vermittelt dir die ganze Konstellation, dieser Halbmond und was ich erklärt habe, in dein Horoskop fehlt die Erdelement. Und das kennst auch von Kindheit. Diese Sicherheit, Stabilität gibt aber nicht, kommt nicht von außen, sondern erstmal findest du in dir selbst und das ist dein Steinbock-Aszendent. Du bist ein Kind davon. Und das ist für dich wie ein Geburtstag, wie eine Neugeburt, damit bewusst zu sein. Du bist diese Stärke. Deinen Gefühlen zeigt dieses Bild. Darauf solltest du achten. Erstens ein gewisser Rückzug, eine meditative Haltung, weil du findest die Licht in deinem Inneren und dieses Licht beleuchtet deinen Lebensweg. Wenn ich in deine Seele schaue, und das sind auch karmische Erinnerungen in unserer Seele, dieser tiefe Blick, das zeigt dieses Bild an. Das ist ein Liebespaar. Und diese Liebe existiert. Und das, was du spürst, weil du kennst diesen Mann nicht von heute oder von Monaten, sondern du kennst ihn in früheren Leben. Von einem früheren Leben wart ihr ein Liebespaar. Vielleicht waren die Umstände so, dass ihr das nicht wirklich gelebt habt. Deswegen begegnet euch nochmal. Oder er war gebunden, wie auch immer, ich kann das nicht sagen, was das genau war zwischen euch beide. Aber deine Seele, was du auch spürst, sagt eindeutig, das ist dein Seelenpartner. Und das, was er aber auch spürt, deswegen war die mediale Botschaft, sein Gefühl sagt, dich zurückzuholen. Was hilft dir oder was grenzt dich ab? In diesem Bild zeigt sich die Unterstützung und das ist Arbeit. Das kann bedeuten, dass du ablenken sollst und konzentrieren auf die Arbeit. Kann auch bedeuten, arbeite an dir selbst. Und dann bist du Meister. Und hier sind die Münzen. Das ist die Sicherheit. Das ist die Stabilität. Das ist die Erdelement, was bei dir fehlt und daran arbeitest du. Was sollst du tun? Das ist eine ritterliche Bewegung. Ich würde dir nicht empfehlen, jetzt nochmal auf ihn zuzugehen, weil das verletzt dich, wenn er nicht antwortet. Bleib im Rückzug. Diese Karte vermittelt mir eher, das sagt meine Intuition, warte, bis dieser Ritter, bis dein Herzensmann entgegenkommt. Und das soll dein Schritt sein, daran zum Vertrauen, daran glauben. Was ist seine Lernaufgabe und was ist deine Lernaufgabe? Seine Lernaufgabe zeigt dieses Bild und deine Lernaufgabe liegt hier. Seine Lernaufgabe, diese Fröhlichkeit, diese jugendliche Frische anzunehmen und freuen, gemeinsam freuen, das ist seine Lernaufgabe. Deine Lernaufgabe ist, diese goldenen Taler in Besitz zu nehmen, weil mit diesem Besitz kannst du etwas bewegen im Leben. Und das sind die Werte, deine Werte, das Selbstwertgefühl. Und mit dieser Wertschätzung dir selbst auch gegenüber, aber diese Wertschätzung auch verlangen von anderen, das ist die Lernaufgabe. Dann hast du dieses Besitz und das ist die Stabilität, das ist die Erdelement. Und mit diesem
Gefühl und mit diesem Gedanken, wenn du das verinnerlichen kannst, du sitzt im Sattel, also dieses Pferd bewegt sich sofort. Und diese winterliche Landschaft bedeutet als Zeit, sogar jetzt im Wintermonaten. Herzöffnung. Was könntest du tun, sein Herz zum Öffnen? Nichts. Das ist ein Traum, eine Vision. Macht es in diesem geistigen Ebene. Wenn das so ist, dass du ihn kennst von früheren Leben und deine Seele erinnert sich daran, dann kannst du sicher sein, dass seine Seele hat auch diese Erinnerung. Und dieses Bild zeigt, dass er kennt schon von früher. Dann bleib in diesem Vertrauen. Seine Herzöffnung kannst nicht du bewegen, weil er macht dazu, das kann er selbst tun, wenn er auf seinen Träume, auf seine Intuition, auf seinen Traum vertraut. Mond hat einen Bezug zum Träumen. Ich würde sogar sagen, dass er träumt von dir, dass in seinem Traum du erscheinst. Und das ist die Herzöffnung, wenn er das auch wahrnimmt und zulässt. In welcher Situation befindet er momentan? Das zeigt dieses Bild an. Das ist Arbeit. Kann natürlich bedeuten, dass er arbeitet. Oder hat einen Plan, möchte noch was tun. Aber bedeutet genauso wie bei dir, bedeutet auch in sich selbst zum Arbeiten. Bei dir ist die Aufgabe zu deinen Werten stehen und diese Sicherheitsstabilität in dir entdecken. Und seine Arbeit ist diese Grenzen überschreiten. Das heißt, über seinen Schatten springen, wenn er Angst hat oder wenn sein Verstand sagt, oh, sie ist viel jünger, das wird nichts. Dann unterdrückt er seinen Gefühlen und damit stoßt in seinen Grenzen. Und daran soll er arbeiten oder arbeitet daran, diese Grenzen bewältigen, über seine Schatten zu springen. Was ist sein Gedanke? Er steht vor Entscheidungen. Hier sind zwei Wege, ja oder nein. Ein Mittelweg gibt es nicht. Entweder meldet er sich und wird was, dann ist ein Ja dazu oder Nein. Sein Verstand sagt Nein, sein Gefühl sagt Ja. Das war auch die mediale Botschaft. Und er muss das abwägen. Soll ich nicht, soll ich nicht. Das ist Unschlüssigkeit. Er weiß nicht, was richtig ist. Das ist aber im Verstand eben. Und was sagt sein Gefühl? Er hat ein wunderbares Gefühl dazu. Er spürt diese seelische Verbundenheit. Was möchte seine Seele dir sagen? Das zeigt dieses Bild. Wenn er seine Angst überwunden hat, und das ist dieser Hintergrund, Farbe, diese dunkle Farbe symbolisiert die Angst. Und wenn er zu Leichtigkeit kommt und das spielerisch betrachten kann, was du ihm auch vermittelt hast, humorvoll, aber er hat das zu ernst genommen. Er muss zu dieser Leichtigkeit kommen und dann kannst du sicher sein, dass er reagiert auf diesen humorvollen Brief von dir. Aber er befindet sich auch in dieser Wandlung. Erst die Angst loslassen, diese Grenze überwinden, über die Schatten zu springen, Entscheidung treffen und das ist ihm auch bewusst. Seine Seele sagt eindeutig, ihr gehört zusammen. Liebe Lanaira, das war diese Legung, Dualseelenprozess, nächster Schritt. Ich bedanke mich nochmal. Dein Anvertrauen, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.